Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Drachenwacht. Ja, es ist jetzt heute Montag, wo die nächste Folge kommt. Gestern Sonntag kam leider keine Folge. Viele haben sie mitbekommen, Samstag war Livestream. Und danach war ich einfach zu müde, um noch was aufzunehmen. Aber dafür geht's heute Montag wieder weiter. So, wir haben beim letzten Mal hinten gebaut, ein paar Marktstände. Ich möchte, oder was ich machen möchte ist, habe ich eh schon drüber geredet, auf jeden Fall das Verwaltungsgebäude nach hinten ziehen. Eben, wo ich auch gesagt habe, da wird Terraforming notwendig sein. Ich habe mir das heute nochmal angeschaut. Die Stockwerkhöhe hier ist exakt die Höhe, wo auch quasi die Mauer ist. Das heißt, man könnte wirklich eben theoretisch schon hier rüber gehen. Und wenn man hier jetzt das Ganze rauszieht, eben, da habe ich auch überlegt, ob ich es nicht einfach wirklich so rüberziehe, dass das direkt Gebäude vielleicht also direkt schon so in den Berg etwas hineingeht. Und dass man dann eventuell auch außen vielleicht noch so einen Außenbereich hat, wo man quasi aus dem Gebäude rausgeht, wo man raus kann und dann auch Richtung Mauer sich bewegen kann von oben. Weil der einzige Aufgang sind ja bis jetzt nur die Aufgänge über die Drecktreppen quasi. Dass wir das halt wirklich nach hinten ziehen. Da haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5 ist so ein Abschnitt. So. Man da jetzt sagen, wir ziehen das hier noch raus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann haben wir hier schon die Kakteen. Das heißt, die müssten eigentlich auf jeden Fall mal wieder weg. Die Kakteen. Ich ja eh eigentlich nur angebaut, falls wir quasi mal irgendwie vermehrt grünen Farbstoff oder irgendwas brauchen. Aber aktuell Kaktus haben wir eh genug, beziehungsweise können wir uns dann immer noch eine Kaktusfarm oder irgendwas machen. Wobei ich die da hinten könnte ich eigentlich auch stehen lassen. Wie viele Kakteen haben wir denn jetzt? 50. Ah, da haben wir, falls Bedarf besteht, haben wir jetzt doch einiges an Vorrat. Ich glaube, das war meine Grundzeug und Gemüse- und Monsterkiste. Haben wir da schon Kakteen? So, wenn wir das nach hinten ziehen, dann müssen wir natürlich ein paar Anpassungen auch machen. Ich habe hier quasi, hier ist das Eckstück. Das müssen wir natürlich jetzt dann ändern. Habe ich da, da ich eben eine Eisenspitzhacke. Dann müssen wir da auf jeden Fall mal umbauen. Das heißt, das kommt weg. Und dann brauchen wir hier die normalen Ziegeln. Innermauer reiße ich erst weg, wenn die außen soweit mal, möchte es zumindest mal anzeichnen. Dann haben wir gesagt 5 auf die Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wird schon wieder Nacht. Dann hauen wir uns eine Runde aufs Ohr, bevor wir weiterbauen. So, wenn sie es ausgeht, werde ich vielleicht sogar schauen, dass ich vielleicht gleich 2 oder 3 Folgen am Stück aufnehme, damit ein bisschen was weitergeht. Weil ich schon beim Plan, beim Upload-Plan schon gemerkt habe, ist, ich meine, es ist gut, dass der Plan da ist. Aber manchmal halt, wenn man jetzt keinen Vorrat hat,
kann es manchmal ein bisschen eng werden, wenn man jetzt sagt, man nimmt noch auf, ladet für den gleichen Tag hoch. Geht sich halt nicht immer ganz so aus, wie wir es gerne hätten. Genau, wenn wir es da jetzt so machen, dann haben wir hier, das sind ja die Säulen, na, das sind die, doch, oder? Ja doch, das sind die richtigen, das sind die Außendinger, da gehen wir dann 1, 2, 3, 1, 3, genau, und da oben bräuchten wir die jetzt, ja, ja. Gut, die Mauer kommt dann eh weg. Ich möchte mal schauen, haben wir da überhaupt noch genug in Reserve? Wir brauchen es ja dann oben genauso. Da haben wir die, da haben wir die, da haben wir den glatten. Ich glaube, die haben wir gebaut. Haben wir die aus denen gebaut? Ich merke mir das nie. Das sind ja diese Halbdinger. Wenn ich da jetzt zwei Zamdu. Dann macht er mir. Oh ja, dann macht er mir die Figürchen. Dann macht er mir quasi die schöne Textur, oder? Ah, das waren jetzt die Seitendinger. Ups, gingen die anderen noch einmal? Ah, das ist der glatte. Wartet, wartet, haben wir gleich. Wir haben ja hier auch noch zwei glatten. Oder war das mit den glatten? Wenn man das eine Zeit lang nicht macht, dann vergisst man das eine oder andere wieder. Genau, wenn ich jetzt da sage, ich nehme zwei. Da war das so. Kann mir irgendwer sagen. Aber da mache ich nur die Sandsteinstufen. Das will ich aber nicht. Sondern ich möchte. Ich möchte die machen. Aus welchem Material mache ich die? Oder waren das die anderen Stufen, wenn ich jetzt so rüberziehe? Das sind aber auch Sandsteinstufen. Hm, wie mache ich jetzt? Genau, wir haben den Sandstein, wir haben den gemeißelten, aber ich brauche die Figuren. Wie mache ich die Figuren, wenn ich die nebeneinander baue? Will ich es nochmal testen? Ah, oh doch, das sind ja die gleichen Blödsinn. Ich verwirre mich mal wieder selber. Passiert manchmal. Wenn quasi, je nachdem wie man es legt, die Texturen unterschiedlich ausschauen, dann kann es schon passieren, dass man sich dann denkt, ups, das ist doch was anderes und in Wahrheit ist es doch ein und dasselbe. Man sieht jetzt von der Seite her, erkennt man schon ganz gut. Hm. Genau. Und hier hätten wir dann quasi weiß. Hier einmal komplett runter. Hier genauso. Hatte ja kurz überlegt, ob ich diese Verbreiterung, wenn ich sie mache, offline baue, dann habe ich mir gedacht, na, wenn ich schon dabei bin und spontan mich jetzt entschieden habe, na, ich mache es doch, dann möchte ich, dann machen wir das zusammen. 3, 4, 5, okay, das heißt, hier müssten wir einmal durchschaufeln. Ah ja, und hier fehlt auch noch ein Block für den Abschluss und dann halt die Wand dann nachträglich rausreißen. So. Schaufel, genau. Weil ich habe keine Schaufel mehr. Da könnten wir uns eine Eiche noch. Da ich zwar eine Diamantschaufel, okay, die ist gleich kaputt, dann werden wir uns eine neue machen. Habe ich Stickies? Nö, aber das kann man sehr schnell machen. Stickies werden wir eher ein paar brauchen, weil ich habe auch keine Fackel mehr für die Ausleuchtung. Mach
machen uns da mal eine Diamantschaufel. Und werden uns noch Kohle müssten wir auch haben, noch ein paar Fackeln machen. Alles hier? Ja. So. Hoffe auch mit der Aufnahme funktioniert soweit jetzt alles. Ich habe vorher aufgenommen Adventure Capitalist. Und da hat sich von meinem Aufnahmeprogramm quasi das Update-Programm, was sich mehrmals in den Vordergrund geschoben und dann ist mir jedes Mal die Aufnahme abgebrochen. Also ich habe jetzt quasi mehrere Teile, die ich zusammenschneiden muss. Genau, und da gehen wir mal so durch. Da werden wir hinten teilweise auch keine Fenster haben, weil es quasi in den Berg übergeht. Was aber gleich auch nicht so schlimm ist. Und dann werden wir da die mitnehmen, weil die bringen dann da eh nichts mehr. Und mit zwei kann das eh nicht wachsen. Dann ist es hinten so halb in den Berg integriert, quasi das Gebäude. Den Baum können wir vorläufig noch stehen lassen. Kann aber sein, wenn wir in die Höhe bauen, dass er eventuell dann im Weg ist. Oder, ja, schauen wir mal. Wie wir das am besten alles managen. Aber man sieht, da geht's Rückzug. Der Diamantschaufel ist schon was wert, auch ohne Verzauberung. Geht da schon gut was weiter beim Sand. Level haben wir 17. Ja, ansonsten gibt es halt einiges zu tun. Eben beziehungsweise einige Aufgaben und Sachen, die wir erledigen können. Eben weil zum Beispiel neugedungen, Tomcat ist ja wieder zurück. Und da eben ist jetzt auch eben quasi eine neue Aufgabe eben für uns, dass wir da auch was bauen. Eben die Pferdestelle. Eben für die Pferde, eben von den für die Drachenreiter und so, in Neugedungen. Und dann kam noch von unserem Nachbarn und Zwergenkönig Ufoman ein Aufruf, er braucht Lapis. Das möchte ich auch vorbeibringen, das heißt, wir werden in einer der nächsten Folgen auch zum Ufoman schauen, in seine Zwergensiedlung, ob er dann da ist, wo man antreffen. Okay, ich habe mich da jetzt gerade irgendwo verbaut. Achso, nein, ich habe mich nicht direkt verbaut, sondern hier der mittlere Abschnitt ist ein bisschen breiter. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig symmetrisch, aber das macht nichts. Genau, dann passt es wieder. 2, 3, 4, 5. Genau, und da brauchen wir jetzt die. Upsala. Schaufel mich natürlich nicht weg und die brauchen wir noch. Genau. Und jetzt könnte man natürlich dann noch sagen, weil man kann dann hier quasi das Gebäude noch direkt an die Mauer ranziehen. Dass man dann wirklich oben quasi eine Fläche hat. Weil man mit der Nische. Es gab zwar Vorschläge, hier irgendwelche Sachen zu verstecken. Ebenso wie hier, da ist eine Kiste, dass man es irgendwo versteckt in einem Geheimraum, aber ich ziehe es einfach rüber. Ist, glaube ich, besser. Genau, aber dann kann man hier so das Gebäude und können hier den Teil aber dann schon in den Design der Mauer machen. Also mit dem glatten Sandstein.
dass es quasi dann schon, dass man sieht, okay, da ist Gebäude und da fängt quasi schon die Mauer an. So irgendwie. Und das dann hier. Okay, wir gehen mal schlafen. Sind mittlerweile, sollten wir eigentlich alleine sein. Ja, weil vorher war noch Zeron am Server. Mittlerweile sind wir aber komplett alleine. Ich meine, außer unsere Hunde und Dorfbewohner, die sind natürlich immer da. Und wachen quasi über die Drachenwacht. Genau, Katzen will ich auch irgendwann noch suchen gehen. Um die Creeper-Gefahr, die doch aus der Wüste immer wieder mal kommt, einzudämmen. So, und hier kann man dann, wenn wir das so dran bauen. Oder. Ja doch, weil da ist. Genau, ich könnte hier einfach die ganze Mauer nach hinten ziehen. Das wäre eine Überlegung. Genau, wenn ich das eh abflach, dann könnte ich hier die Mauer quasi, die geht dann hier so. So ähnlich wie wir es hier auch beim. Ja, wie wir es hier beim Turm haben. Ja, die kommen ja dann eigentlich noch weg da unten. Das wollte ich eher mal korrigieren. Hier. Das soll eigentlich in einer Farbe sein, weil diese einzelnen Blöcke, das hat mir eh nicht so gefallen. Aber nur immer jeweils ein Block ist. Und hier oben. Das kommt auch weg. Genau, und dann kommt hier quasi so ein Block. So. Genau, und hier. Kann man dann auch so die Mauer quasi, dass wir uns gleich so direkt nach hinten ziehen. Haben wir denn noch Klappen? Nicht wirklich, aber können wir uns. Wobei ich glaube, in der Kiste müssten wir noch was haben. Beziehungsweise, wir haben ja dort und da eingelagert. Aber wir haben da eh noch einen ganzen Haufen an Ziegeln und so. Das heißt, da werden wir gleich mal. Einiges machen, haben wir 64, ja gut, sollte mal ausreichen. Fensterfrage stellt sich ja dann auch noch, wie machen wir die Fenster und so weiter. Wenn wir jetzt sagen, hier. Ich weiß nicht warum, aber die Maus ist etwas strenger. Genau, wenn wir hier dann so ums Eck gehen. Genau, wir ziehen, also dann warte. Dann schaut es aber hier wieder komisch aus. Weil ich ja eigentlich da immer diese Verzierung drinnen habe. Wie schaut es eigentlich da hinten aus? Das Haus schließt das direkt an das Eingangstor. Ah ja doch, das haben wir hier direkt angebunden. Gut, innen sieht man dann die Mauer eh nicht, weil da hinten noch was kommt. Damit es da schöner ausschaut, damit wir zumindest unser Muster beibehalten, damit es besser, ich glaube schon, ja, dann haben wir hier quasi halt etwas schmäler, nur 3, aber es schaut gleich trotzdem besser aus. Jo. Dann kann man da eigentlich den Dreckfahrstuhl, den brauchen wir eigentlich dann nicht mehr. Wenn wir dann eher einen anderen Aufgang haben. So, die Kiste müssten wir dann eigentlich auch wegräumen. Oh, Inventar ist voll. Oh, wie weit sind wir? 19 Minuten. So. Haben wir da eigentlich noch Platz? Nicht mehr viel, aber. Mal da mal ein paar Äxte weg tun. Erde. Mittlerweile merke ich auch schon, dass ich da also die Kisten einfach zu Müll mit Zeugs, was ich gerade nicht brauche, anstatt es einzusortieren.
Aber jetzt geht's. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Genau, vom Tomcat, das müssen wir dann auch noch schauen, muss es unterbringen und aufhängen. Schauen wir, was haben wir da drinnen? Gutes. Das müssten wir eigentlich. Oh, dafür haben wir keinen Platz mehr. Wurscht, die Stickies, die braucht gerade eh keiner. Da können wir uns jederzeit neu machen. Oh, das Holz werde ich jetzt doch mal in die Holzkiste geben. Das war, glaube ich, na, das ist die Eisenkiste. Genau, das ist die Holzkiste. Was haben wir denn da? Genau, da haben wir nicht das ganze Tropenholz. Werkbank, gut, die können wir vielleicht, brauchen wir vielleicht noch. Die Leitern brauchen wir aktuell nicht. Können wir da ablegen. Dann haben wir hier unsere Grünzeugkiste. Ah, willst du handeln mit mir? Ein Fischer, was will der? Fäden habe ich leider nicht wirklich. Hm. Wie schaut's hier aus? Oh, ich meine, sie haben ja teilweise ganz nette Behutsamkeit, Diamantorg. Sind schon teilweise nette Sachen dabei, auch hier Schärfe, Haltbarkeit, Rückstoß, Plünderung. Ist nicht uninteressant. Aber aktuell brauchen wir es nicht. 22 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle eine Aufnahmepause, wer aber gleich die nächste Folge hinterher aufnehmen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Drachenwacht. Tschüss!